Herzlich willkommen hier zur Schule der Anbetung online. Wir wollen die Impulse der Schule der Anbetung, die hier in Heiligkreuz stattfindet, alle zwei Wochen jeweils sonntags abends eben auch online stellen. Wir nehmen sie an den Abenden jeweils auf und geben sie dann euch weiter, damit ihr sie nochmal nachhören könnt oder auch damit diejenigen, die vielleicht etwas weiter entfernt sind, sich trotzdem mit uns verbinden können. Es ist eine Schule, die uns hineinführen soll in ein Gebet, in den Geist des Gebetes und eben auch in den Geist der eucharistischen Anbetung. Den ersten Vortrag hat uns Anne-Françoises Vater gehalten. Darüber freuen wir uns ganz besonders, weil Anne-Françoises auch die Schulen der Anbetung initiiert hat, die dann tatsächlich sich auch quasi in der ganzen Welt verbreitet haben. Deswegen ist es eine große Freude für uns, dass sie da war, uns auch ein wenig erzählt hat, wie die Schulen der Anbetung entstanden sind und dann darüber gesprochen hat, was ist die Eucharistie? Die Eucharistie, Gott ist gegenwärtig. In den nächsten Wochen werden wir noch weitere Vorträge hier veröffentlichen, also bleibt dabei und lasst euch mitnehmen auf diesem Weg. Guten Abend. Es ist eine echte Freude für mich, dass ich heute über die Eucharistie hier sprechen darf, über diesen größten Schatz der Kirche. Und dass ihr hier diese Schule der Anbetung macht, da freue ich mich wirklich sehr. Der Pfarrer Vital und Petra Schneider haben mich gebeten, dass ich anfangs ihnen erzähle, wie überhaupt diese Anbetungsschulen angefangen haben. Das ist schon 16 Jahre her, also da merkt man, wie die Zeit vergeht. Wissen Sie noch, dass damals die Weltjugendtage in Köln stattgefunden haben, in Deutschland? Und gerade in Deutschland war das Thema, wir sind gekommen, um ihn anzubeten. Dass gerade unser Land es als Thema bekommen hat, fand ich ziemlich genial. Und die Bischöfe hatten damals im Januar 2004 einen Brief geschrieben, das in allen Pfarreien vorgelesen werden musste. Und zwei Sätze haben mich damals sehr betroffen. Das war das eben, wir sind gekommen, um ihn anzubeten. Und dann schrieben sie, die Vorbereitung dieses Ereignisses soll zu einem geistlichen Aufbruch unserer Kirche werden. Da haben sie viel erwartet für Deutschland damals. Und ich dachte, oh ja, und ich bin Mitglied der Gemeinschaft Emmanuel. Und wir leben aus der eucharistischen Anbetung. Und ich dachte, wir haben einen Auftrag da. Und ich hatte im Herzen plötzlich das Wort Schule der Anbetung. Schule der Anbetung. Und ich dachte, ja, das ist es. Wir müssten eine Art Schule machen, den Leuten beibringen. Wir können es auch nicht besser als sie, aber das, was wir schon können, einfach anderen weitergeben. Und wie schön die Eucharistie ist. Und ich sah das ganze Programm vor mir. Also einen kurzen Lobpreis, einen Impuls und danach eine stille Anbetung und danach Austausch. Also es war ganz klar, ganz einfach. Und ich sah... Ich habe nie Visionen, aber da, ich sage, wie kleine Lichter, die sich überall in Deutschland entzünden, so kleine Kerzen, und dann auf der ganzen Welt sich verteilen. Oh, schön sieht's aus. Und mein Herz brannte. Aber ich wollte sofort dem Moderator der Gemeinschaft es erzählen, dass ich diese Idee hatte. Und ich habe ein paar Tage gewartet, aber es war immer noch da. Und ich habe ihn angerufen und er hat gesagt, okay, versuch's mal in Deutschland. Und dann haben wir so ein kleines Team gebildet und die Petra war, glaube ich, auch dabei. Und wir hatten uns gedacht, ja, wir können 12 Vorträge halten bis zu den Weltjugendtagen, ein Abend pro Monat. Und wir haben angefangen zu arbeiten und dann hat eine Überraschung auf uns gewartet. Denn im September 2004, wir hatten 2-3 Vorträge schon fertig, hat Papst Johannes Paul II. Ein Jahr der Eucharistie verkündet. Und es sollte genau im Oktober 2004 anfangen, so wie wir die Anbetungsschule beginnen wollten. Und in seinem Schreiben über dieses Jahr der Eucharistie hat er gesagt, die eucharistische Anbetung außerhalb der Heiligen Messe soll während dieses Jahres zu einer besonderen Aufgabe für die einzelnen Pfarrgemeinden und Ordensgemeinschaften werden. Also könnt ihr euch vorstellen, wie wir uns gefreut haben. Wir hatten es vor und er sagt, wir sollen es machen. Und
Anfang Oktober hatten Mitglieder der Gemeinschaft Emmanuel schon an 20 Stellen mit den Schulen angefangen. Aber der Plan Gottes war größer, denn es gab einen Artikel in der Deutschen Tagespost im Januar 2005, und danach haben uns ganz viele Ordensgemeinschaften, Gebetskreise, Pfarreien nach unseren Texten gefragt, weil sie auch den Ruf des Papstes darauf antworten wollten. Also haben wir unsere Texte geschickt. Ich musste jeden Monat eins liefern, das war schon ein bisschen stressig. Und am Weihnachten 2004 sind die Gemeinschaft Emmanuel, ein Teil, trifft sich immer in Parelemonial am Weihnachten. Und da haben die deutschen Brüder, die das machten, die Anbetungsschule, erzählt, was die da machen. Und die Franzosen waren sofort begeistert. Und so, das her damit. Also anstatt auf, ich habe immer Deutsch geschrieben und dann habe ich auf Französisch geschrieben und wieder auf Deutsch übersetzt. Und so ist das in Frankreich angefangen. Dann wurde es auf Englisch übersetzt, auf Ungarisch. Es hat fast überall stattgefunden, auch in China sogar, das war unglaublich. In Israel oder auf Arabisch übersetzt. Ich habe ein Buch darüber gesehen mit den Texten. Und es war eine kleine Idee, aber es hat gestimmt, diese kleinen Kerzen, die sich angefangen haben, überall zu brennen. Und es lief von alleine, also wir haben die Texte geliefert, aber der Rest hat Gott geführt. Und in den Pfarreien, wir haben die Texte gegeben, also konnten Leute, die nie Vorträge gehalten haben, diese Texte nehmen und selber die Vorträge halten. Und die haben gesagt, durch dieses Arbeiten mit den Texten, mit den Zitaten von der Lehre der Kirche, von der Heiligen Schrift, hat selber ihren Glauben vertieft. Und so ist es weitergegangen. Zum Beispiel in Paris, in La Défense, das ist ein Viertel an der Seine mit ganz hohen Türmen, da sind nur Banken und so. Und da haben die Idee gehabt, diese Anbetungsschule mittags zu machen, während der Mittagspause von diesem Manager und so. Und es ist super gelaufen, sind ganz viele gekommen. Es hat aber in kleinen Dörfern mit 5 Leuten oder in Reims mit über 100 Leuten, für überall konnte man es anpassen. Mit Varianten, die Leute nannten die Texte und dann haben die gemacht, was sie wollten damit. Aber sie hatten eine Basis. Und so war das als Vorbereitung für das Jahr der Eucharistie. Und das war schon so lange her. Und ich werde immer gefragt, mal nach den Texten. Es wurde als Buch veröffentlicht, in mehreren Sprachen übersetzt. Und ich dachte, ja, jetzt ist es gut. Es war für eine Zeit. Und bei dem Adoratio-Kongress im November ist ein junger Priester auf mich zugekommen und hat gesagt, hast du die Texte geschrieben? Ich sage, ja. Und dann hat er gesagt, weißt du, er kam aus Ungarn und bereitete das Anbetungskongress, das im September hätte stattfinden sollen. Und er hat mir erzählt, dass sie die Anbetungsschulen in ganz Ungarn gemacht haben, an 90 Orten mit über 6.000 Leuten insgesamt. Und könnt ihr euch meine Freude vorstellen? Ich hatte nichts getan dafür. Es hat Gott alles gemacht. Das ist so, wir geben Gott unsere 2 Fische, 5 Brote und er macht so viel daraus. Und es ist mit mir passiert, es kann mit jedem von Ihnen passieren. Einfach folgen, was der Heilige Geist uns zeigt. Und nun hier beginnen Sie so eine Anbetungsschule und ich freue mich, den ersten Vortrag zu halten und die anderen. Es ist gut, dass mehrere das machen, dass man sich ergänzt, dass jeder einen eigenen Acht hat, das weiterzugeben. Ich kenne Sie heute Abend nicht. Ich weiß nicht, ich nehme an, dass mehrere daran gewöhnt sind, sehr gut wissen, was eucharistische Anbetung ist. Ich hoffe aber, dass andere da sind, die das entdecken möchten. Und wir werden es zusammen dann schauen, was dieser Schatz der Eucharistie ist, das Größte, was Gott uns geben kann. Ich werde deswegen, der erste Teil, der wird vielleicht ein bisschen trocken sein. Wir müssen anschauen, was die Eucharistie ist, was Gott uns da gibt. Und in einem zweiten Teil werde ich dann schauen mit Ihnen, wie man anbeten kann. Es gibt keine Gebetsmethode, denn jeder von uns hat einen persönlichen Zugang zu Gott. Ich werde Ihnen vielleicht nur ein paar Sachen sagen, die mir geholfen haben oder anderen geholfen haben. Und dann machen Sie daraus, was Sie wollen, weil der Heilige Geist für Sie führt Sie ganz persönlich.
Bevor ich anfange, möchte ich Ihnen eine Geschichte erzählen, das in Paray-le-Monial passiert ist. Die Gemeinschaft Emmanuel organisiert dort internationale Treffen, wo mehrere tausend Leute kommen und abends gibt es oft Zeugnisse. Und es war 1990, das weiß ich noch, wie heute, am 4. August, da kam auf der Bühne ein Mann, ziemlich klein, und er hieß Josef und er kam aus Vietnam. Und er hat uns erzählt, dass er mehrere Jahre eingesperrt war, weil er Katholik war, also aufgrund seines Glaubens. Und er war in eine Zelle eingepfercht mit mehreren Mitgefangenen. Und ein Priester hat es geschafft, eine konsekrierte Hostie reinzuschmuggeln. Aber die mussten es verstecken, weil jeden Tag haben die kommunistischen Wächter diese Zelle durchsucht, sogar die Bodenplanken haben sie hochgehoben. Und er hat die Idee gehabt, Jesus in der Hostie in dem Absatz von seinem Schuh zu verstecken, ein Absatz als Tabernakel. Und nachts, wenn die Wächter schliefen, hat Josef die Hostie rausgeholt und die haben alle angebetet. Und die haben ihr Leben riskiert dabei. Aber das war es ihnen wert. Und Josef hat uns ein Gedicht vorgelesen, das er damals geschrieben hatte. Du kommst mich im Gefängnis besuchen, Herr, in diesem schmutzigen und dunklen Ort, weil du mich zu sehr geliebt hast, hast du dich zum Gefangenen gemacht. Mit Tränen in den Augen freue ich mich, dich anzubeten. Wie unermesslich ist deine Liebe, die nie endet. Mit dir ist das Gefängnis nicht mehr Unglück und Kälte, sondern schon hier das irdische Paradies. Haben Sie von Carlo Acutis gehört? Ein junger Mann, der mit 15 Jahren im Jahr 2006 an Leukämie plötzlich gestorben ist, und er liebte die Eucharistie. Und er ist vor einer Woche selig gesprochen worden und er sagte, warum stehen die Leute stundenlang Schlange, um ein Konzert oder ein Fußballspiel zu besuchen, aber sie finden nicht mal eine Minute, um vor dem Tabernakel zu kommen, wo Jesus auf sie wartet. Das konnte er nicht verstehen. Und was ist so faszinierend an der Eucharistie, dass Josef sein Leben dafür riskierte und Carlos sein ganzes junges Leben der Eucharistie gewidmet hatte. Wenn die konsekrierte Hostie nur ein Stück Brot wäre, dann könnte man sie für verrückt halten. Und wie viele Leute gibt es sogar in der katholischen Kirche, die absolut kein Verständnis dafür haben, dass wir uns hinknien vor dem Allerheiligsten, dass wir in Stille davor beten, dass wir sogar nachts aufstehen, um anzubeten. Und wir müssen uns fragen, ist die konsekrierte Hostie, die wir nachher anbeten werden, ist es ein Stück Brot oder ist es Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes? Denn von unserer Antwort auf diese Frage hängt der Sinn der eucharistischen Anbetung ab. Denn entweder ist diese Hostie ein Stück Brot und dann können wir uns die Anbetung sparen. Oder es ist wirklich der Sohn Gottes, der unter der Gestalt des Brotes mitten unter uns ist. Und wenn das so ist, dann ist die einzig mögliche Antwort, dass wir uns vor ihm hinknien und ihn anbeten. Es gibt kein es ist entweder oder. Und wenn er der Sohn Gottes ist, dann hat es eine Auswirkung auf uns, auf die Art, wie wir anbeten werden. Und wir kennen die Antwort, sonst wären wir heute Abend nicht hier. Wenn ich jetzt über die Eucharistie spreche, kann ich mich natürlich nur auf ein paar Punkte konzentrieren. Es gäbe so viel zu sagen. Unser Pfarrer hat bestimmt semesterlang über die Eucharistie studiert. Aber ich werde ein paar Punkte ansprechen und mich dabei auf die Lehre der katholischen Kirche stützen. Denn Papst Johannes Paul II. Sagte, dass
die Eucharistie keine Zweideutigkeiten dulden kann. Sie bekommen nachher ein Blatt, wo ich die Zitate aufgeschrieben habe, damit Sie es nachher nachlesen können und sehen, ich sage nicht das, was ich denke. Ich glaube ganz fest daran, was ich Ihnen sagen werde. Aber das ist die Lehre der Kirche. Was ist nun die Eucharistie? Wir wissen alle, dass Eucharistia Danksagung bedeutet. Wir wissen alle, dass die Eucharistie ein Abendmahl war, ein Mahl, wo Jesus mit seinen Jüngern gegessen hat. Aber das war ein ganz besonderes Mahl. Es war ein Abschiedsmahl, wo Jesus bereits da sein Leben geopfert hat. Und er hatte seinen Jüngern versprochen, immer bei ihnen zu sein. Bei Matthäus am Ende, Matthäus 28, 20, seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Er ist natürlich bei uns mit seinem Heiligen Geist, aber es war für Jesus nicht genug. Er wollte ganz real mit seinem Leib, mit seinem Blut, mit seiner Gottheit und seiner heiligen Menschheit bei uns sein, sich mit uns vereinigen bis zum Ende der Welt. Der heilige Johannes schreibt über das letzte Abendmahl, da Jesus die Seinen, die in der Welt waren, liebte, erwies er ihnen seine Liebe bis zur Vollendung, das heißt bis zum Äußersten. Und Jesus hatte bereits vorher gesagt, was das Äußerste der Liebe ist. Johannes 15, 13, es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Es gibt keine größere Liebe. Und bereits da, beim letzten Abendmahl, gibt Jesus sein Leben freiwillig hin. Er lässt es sich nicht entreißen. Und die Worte, die er auswählt, sollen uns deutlich zeigen, dass es sich um ein Opfer handelt. Ich zitiere Johannes Paul II. Bei der Einsetzung der Eucharistie beschränkte Jesus sich nicht darauf zu sagen, das ist mein Leib, das ist mein Blut, sondern fügte hinzu, der für euch hingegeben wird, mein Blut, das vergossen wird. Hingegeben und vergossen, um uns wirklich zu zeigen, dass schon da er sein Leben vorwegnahm. Ja, die Eucharistie ist nicht nur ein Essen unter Freunde. Es ist ein Opfermahl, das vor unseren Augen vergegenwärtigt wird. Und es erfordert von uns, dass wir mit äußerstem Respekt die Eucharistie feiern. Denn sie ist nicht nur eine Erinnerung, sondern seine sakramentale Vergegenwärtigung. Sie ist das Kreuzesopfer, das durch die Jahrhunderte fortdauert, bis heute. Ich zitiere wieder, dieses Opfer ist für die Erlösung des Menschengeschlechts so entscheidend, dass Jesus Christus es vollbrachte und erst dann zum Vater zurückkehrte, nachdem er uns das Mittel hinterlassen hatte, damit wir so daran teilnehmen können, als ob wir selbst dabei gewesen wären. Ein erstaunlicher Satz, oder? Als ob wir selbst dabei gewesen wären. Das sagt der Papst, das sagt nicht ich. Es ist, als ob wir bei der Messe unterm Kreuz stehen würden und das Opfer Christi, aber auch seine Auferstehung live erleben würden. Es ist schwer, sich das vorzustellen. Wie können wir uns das, wie können wir ein Ereignis, das sich vor 2000 Jahren ereignete, wie kann es gegenwärtig sein? Wir können es uns schlecht vorstellen, weil wir Menschen, wir sind an die Zeit gebunden. Aber Jesus, er ist Gott und er ist Mensch. Und er ist Gott und steht über die Zeit. Alles, was Jesus jemals getan oder gesagt hat, nimmt an der Ewigkeit Gottes teil. Das heißt, für ihn sind alle Zeiten gegenwärtig. Es ist wie bei einem Kreis, wo alle Punkte denselben Abstand zum Mittelpunkt haben. Da ist keiner. Alles ist gegenwärtig. Nach der Chronologie der Zeit, als sich Jesus natürlich noch ein einziges Mal blutig geopfert am Kreuz. Und die Messe vervielfältigt dieses Opfer nicht, aber sie macht es für uns gegenwärtig.
Während der Messe können wir uns sagen, es passiert jetzt. Jetzt opfert sich Jesus für uns. Es ist geheimnisvoll, aber real. Nun kommen wir zu dem Aspekt der Eucharistie, der gerade für die eucharistische Anbetung besonders wichtig ist. Das ist die sogenannte Realpräsenz. Und dieses Geheimnis ist so wertvoll, so unvorstellbar, dass ich nicht mit meinen eigenen Worten darüber sprechen will, sondern die Worte von Papst Johannes Paul II. Dafür hernehme. Er schreibt, diese Dimensionen der Eucharistie, so dass die Opfercharakter und Vergegenwärtigung, die verdichten sich in einem Aspekt, der mehr als alle anderen unseren Glauben auf die Probe stellt, das Geheimnis der Realpräsenz. Und er erinnert feierlich daran, was der Glaube der katholischen Kirche ist und schon immer war. Mit der Gesamttradition der Kirche glauben wir, dass unter den eucharistischen Gestalten Jesus wirklich gegenwärtig ist. Kraft der Realpräsenz wird der ganze und vollständige Christus in der Wirklichkeit seines Leibes und seines Blutes substanziell gegenwärtig. Deswegen verlangt der Glaube von uns, vor der Eucharistie zu stehen, im Bewusstsein vor Christus selbst zu stehen. Der Begriff Substanz, den der Papst hier verwendet, wäre substanziell gegenwärtig, das ist ein philosophischer Begriff. Das bezeichnet nicht das Sichtbare von etwas, sondern das, was sich hinter dem Sichtbaren verbirgt. Das ist das Sein, die Essenz einer Sache oder einer Person. Wenn ein geweihter katholischer Priester den Heiligen Geist auf die Gaben herabruft und die Worte Jesu spricht, dies ist mein Leib, dies ist mein Blut, ich zitiere wieder, passiert eine geheimnisvolle Verwandlung der ganzen Substanz des Brotes in die Substanz des Leibes Christi und der ganzen Substanz des Weines in die Substanz seines Blutes. Und diese Wesensverwandlung nennt die Kirche, ich kann es kaum aussprechen, Transsubstantiation. Das ist der Übergang von einer Substanz zu einer anderen. Natürlich, das, was wir sehen, hat alle physikalischen Eigenschaften von Brot. Aber bei der gewandelten Substanz handelt es sich nun um Jesus in seiner Gottheit und in seiner heiligen Menschheit. Und er lebt. Das ist, hört gut, wenn das dritte Hochgebet drankommt. Der Priester betet irgendwann nach der Wandlung: Vater, wir bringen dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Ich weiß, einmal hat es mich zerrissen während der Messe. Oh, das stimmt, lebendige Opfer dar. Jesus hat sich mal bei der heiligen Faustina beklagt. Das heißt, die Leute behandeln die Hostie wie ein totes Ding. Nein, Jesus lebt, er ist auferstanden. Und die Hostie ist nun mal kein totes Ding. Das ist Jesus und sein Herz schlägt in der Hostie. Ja, gerade gesagt habe, fasste der Pfarrer von Ars, indem er sagte, er ist da. Er ist da. Und wisst ihr, die eucharistische Anbetung, wir können die ganze Zeit damit verbringen und zu sagen, er ist da. Es ist so unglaublich. Wir sollten, ja, ich weiß nicht, voll Freude hüpfen, zu denken, unser Gott ist da, unser Gott ist da. Aber wir müssen zugeben, dass das eine totale Herausforderung für unseren Glauben ist. Denn unsere Augen sehen die Gestalt vom Brot, unser Mund schmeckt Brot, unsere Hände berühren die Konsistenz vom Brot. Das ist, alle unsere Sinnen sagen uns, das ist Brot. Und bereits im 4. Jahrhundert sagte der heilige Kyrill von Jerusalem an die Gläubigen, die dasselbe Problem wie wir hatten, schau in Brot und Wein nicht nur die natürlichen Elemente an, denn der Herr hat ausdrücklich gesagt,
dass sie sein Leib und sein Blut sind. Der Glaube versichert es dir, aber wenn die Sinne dir anderes eingeben. Und als Jesus in der Synagoge von Kapernaum verkündete, das Brot, das ich geben werde, das ist mein Fleisch, ich gebe es hin für das Leben der Welt. Johannes 6, 51, da haben die Leute gedacht, aber jetzt ist er wirklich verrückt. Und es heißt drin, was er sagt, ist unerträglich. Und Jesus hätte ihnen ganz leicht sagen können, Moment mal, das war nicht so gemeint, das war nur ein Symbol, ich habe nur bildlich gesprochen. Aber nein, der setzt noch eins drauf, der sagt, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Und das Blut zu trinken, das war bei den Juden absolut verboten. Und das Blut eines Menschen noch dazu. So, da kann man die Leute ein bisschen verstehen. Ja, und dann heißt es, Johannes 6, 66, daraufhin zogen sich viele Jünger zurück und wanderten nicht mehr mit ihm umher. Und immer stellt sich uns die Frage, können wir es glauben? Wollen wir es glauben? Ja, sie haben nicht erkannt, dass damals, wie konnten sie auch, dass Jesus das versprochene Lamm Gottes war. Nur Johannes, der Täufer, hatte das erkannt. Seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Dieser Satz hören wir bei jeder Messe. Und dann fügt der Priester hinzu, Geheimnis unseres Glaubens. Es ist und bleibt ein Geheimnis. Wir können versuchen, es zu begreifen, also wie wir es heute tun, aber letztendlich ist es ein Geheimnis, das sich nur dem reinen Glauben öffnet. Das ist, durch den Glauben finden wir einen Zugang dazu. Und wir werden die Erfahrung machen, wenn wir aufgrund der Worte von Jesus glauben, dass die Eucharistie sein Leib ist, dann wird sich dieses Geheimnis uns immer mehr offenbaren. Durch den Glauben. Papst Franziskus hat in Lumen Fidei geschrieben, der, der glaubt, sieht. Wir werden sehen, dass der Glaube unser Herz öffnet, aber auch unsere Intelligenz. Wir begreifen dann Sachen ab dem Moment, wo wir dran glauben. Aber eins muss uns klar sein. Die reale Gegenwart Jesu in der Eucharistie, die hängt nicht von unserem Glauben ab. Nach den Worten der Wandlung ist Jesus da, ob wir dran glauben oder nicht. Und er bleibt in der Eucharistie, solange die Substanz, die Gestalten von Brot und Wein bestehen bleiben. Und deswegen bewahren wir die Hostie im Tabernakel auf. Deswegen können wir zu jeder Zeit in eine Kirche gehen und vor dem Tabernakel anbeten, weil Jesus wirklich in der Eucharistie ist. Nun, wo wir dieses Geheimnis der Eucharistie betrachtet haben, können wir über die eucharistische Anbetung sprechen, weil wenn das nicht klar ist vorher, dann was bleibt dann noch übrig von Anbetung? Josef hat damals sein Leben riskiert, um Jesus anzubeten. Und hier im Tabernakel ist der König der Könige zugange, der Himmel und Erde erschaffen hat. Und wir müssen nicht um eine Audienz bitten, wir müssen nicht Schlange stehen. Der ist immer da und er wartet auf uns. Die heilige Edith Stein hat geschrieben, der Herr ist im Tabernakel gegenwärtig mit Gottheit und Menschheit. Er ist da. Nicht seinetwegen, sondern unseretwegen, weil es seine Freude ist, bei den Menschen zu sein. Es ist die Freude, Jesu bei uns zu sein, aber er respektiert unsere Freiheit. Wisst ihr, ich habe ihm öfters gesagt, ich möchte gern, dass du mich eroberst, dass du mich überwältigst und so. Und warum tust du das nicht? Und irgendwann habe ich verstanden, Jesus hält sich so zurück, er nimmt sich so zurück. Er könnte so machen und wäre da und wir würden an ihn glauben, könnten nicht anders. Aber er will uns nicht überrumpeln. Er will, dass wir nach ihm suchen. Er bettelt danach, er sehnt sich so sehr danach. Das hat er in Parelmonial der heiligen Marguerite Marie gesagt.
Mich dürstet danach, von den Menschen im allerheiligsten Sakrament geliebt zu werden. Und dieser Durst verzehrt mich und ich finde niemanden, der auf meine Liebe antwortet. Und er freut sich, wenn Sie hier heute sind und auf diese Liebe antworten. Was kann uns helfen, jetzt anzubeten? Das Erste ist, dass wir uns vorbereiten. Jetzt sind Sie hier in der Kirche. Aber wenn Sie zur Kirche kommen, zur Anbetung, fangen Sie schon draußen an, sich zu sagen, oh, ich gehe zu Jesus und er wartet auf mich und er freut sich auf mich. Und dann bleiben Sie kurz vor der Tür stehen. So, jetzt betrete ich den Raum, wo der Herr auf mich wartet. Und ihr werdet sehen, da kommt man viel leichter ins Gebet rein. Und dann gehen Sie vor dem Tabernakel und machen Sie eine richtige Kniebeuge, wenn es Ihr körperliches Befinden erlaubt. Und ein langsames Kreuzzeichen. Wisst ihr, wir sind Menschen, wir sind keine reinen Geister. Wir haben einen Leib und durch unseren Leib drücken wir aus, wer für uns Gott ist. Anbetung heißt auf Griechisch Proskynesis. Das ist eine Geste der Unterwerfung vor der Majestät Gottes. Eine Anerkennung, dass er unser Schöpfer ist. Gandhi soll mal gesagt haben, wenn ich es glauben könnte, was die Katholiken glauben, würde ich ihre Kirche nur auf die Knien betreten. Was er aber nicht wusste, ist, wie Anbetung auf Lateinisch heißt. Das heißt Adoratio. Das ist eine Berührung von Mund zu Mund. Es ist Liebe, das ist wie ein Kuss, wie eine Umarmung. Ja, und diese beiden Haltungen gehören zur Anbetung. Das ehrfürchtige Anerkennen der Größe Gottes und die Liebe, die wir unserem Gott bringen und sich von ihm lieben lassen. Anbetung, das ist das Schweigen des ganzen Wesens angesichts der göttlichen Majestät und die Dankbarkeit und die Freude angesichts seiner Liebe. Wir sind zur Anbetung Gottes erschaffen worden. Wir sind zum Lob seiner Herrlichkeit erschaffen worden. Es ist Epheser 1,12. Und diese Haltung der Anbetung, so haben wir in dem Gebet vorhin gehört, sollte unser ganzes Leben prägen. Das ist eine Grundhaltung. Und in der Eucharistie leben wir das dann ganz, in der eucharistischen Anbetung leben wir es ganz intensiv. Diese äußeren Gesten, das Knien, auch in der Bank und so, die sollen uns helfen, dass wir uns ganz bewusst werden, dass wir vor einer Person stehen, nicht vor einer Idee, nicht vor einem Gedanken an Gott, sondern vor einer Person, die lebt, die uns zusieht, die uns zuhört, die auch auf ihre Art antworten kann. Das werden Sie in weiteren Vorträgen dann wahrscheinlich hören. Was mir hilft, ist oft das Gebet von dem Engel in Fatima, den ersten Teil. Mein Gott, ich glaube an dich, ich bete dich an. Ich hoffe auf dich und ich liebe dich. Das kann man sich wiederholen. Oder Jesus, du bist da. Warten wir aber nicht, dass wir die Gegenwart Gottes spüren. Das hat mit Gefühlen nichts zu tun. Der heilige Franz von Sales warnt uns. Er sagt, in Gottes Gegenwart sein und Gottes Gegenwart fühlen ist nämlich zweierlei. Nur Gott kann uns das Gefühl seiner Gegenwart schenken. Aus uns selbst können wir das Gefühl nicht haben. Es passiert im Glauben. Glauben heißt überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Hebräer 1,11. Wenn wir etwas spüren, ist es ein Geschenk. Halleluja. Aber wenn wir nichts spüren, Gott ist trotzdem da. Also auch Halleluja. Wir können Gott danken, dass er da ist. Und wenn uns ganz bewusst ist, im Glauben, dass wir vor Gott stehen, dann können wir in ein Zwiegespräch von Herz zu Herz mit ihm kommen. Wie die heilige Theresia von Avila sagte, das Gebet ist ein freundschaftlicher Austausch, wo man sich oft und vertraulich mit demjenigen unterhält, von dem wir wissen, dass er uns liebt. Also in einen Dialog kommen, zu einer französischen Mystikerin aus dem 20. Jahrhundert, die so zerstreut war, sagte Jesus, Cosmo, das heißt, red mit mir. Er will hören, natürlich weiß er alles, was wir erleben, was wir denken. Aber es ist seine Freude, dass wir es ihm sagen. Papst Benedikt XVI. Hat in Altötting gesagt, lieben wir es, beim Herrn zu sein. Da können wir alles mit ihm bereden. Unsere Fragen, unsere Sorgen,
unsere Ängste, unsere Freuden, unsere Dankbarkeit, unsere Enttäuschungen, unsere Bitten und Hoffnungen, also wirklich alles. Sagen Sie, wenn Sie Sorgen mit den Kindern haben oder mit dem Ehemann oder mit der Ehefrau, mit der Arbeit, sagen Sie es ihm, wenn Sie Angst haben. Sagen Sie es ihm. Zögern wir auch nicht, Jesus zu sagen, dass wir ihn lieben, auch ohne es zu spüren. Das ist der Rat der kleinen Thérèse von Lisieux. Zögert nicht, Jesus zu sagen, dass ihr ihn liebt, auch ohne es zu spüren. Dadurch bringt ihr Jesus dazu, euch zu helfen und euch wie ein kleines Kind zu tragen. Aber Gebet ist nicht nur mit Gott reden. Das ist auch sich von ihm anschauen lassen. Sich seinem liebenden Blick aussetzen. Stellt euch vor, wie ihr angeschaut werden möchtet. Und so schaut euch Jesus an. Und noch liebevoller, als ihr es jemals vorstellen könnt. Weil sowas kennen wir nicht. Eine Liebe, die uns durch und durch kennt und vollkommen liebt. Ohne Vorbehalt, nichts. Papst Franziskus sagte, was ist das Gebet? Auf Gottes Angesicht zu schauen, aber vor allem sich angeschaut zu fühlen. Der Herr schaut uns an. Er schaut zuerst auf uns. Das ist meine Erfahrung vor dem Tabernakel, wenn ich am Abend vor dem Herrn bete. Manchmal nicke ich ein wenig ein, das ist wahr, denn die Müdigkeit des Tages lässt mich einschlummern. Aber er versteht mich und ich empfinde so viel Trost, wenn ich daran denke, dass er mich anschaut. Wir meinen, wir müssen beten, sprechen. Nein, lass dich vom Herrn anschauen. Wenn er uns anschaut, gibt er uns Kraft. Wir können unsere ganze Anbetung damit verbringen, uns von Jesus anschauen zu lassen. Aber wir können auch wir Jesus anschauen. Schauen wir, was er für uns gemacht hat. Schauen wir an seine Schönheit, seine Liebe, seine Sanftmütigkeit. Er ist immerhin der Schönste der Menschenkinder. Also schauen wir ihn an. Und dann können wir ganz still werden. Das ist der Moment, wo wir nicht mehr denken. Die Elisabeth der Dreifaltigkeit hat es in ihrem berühmten Gebet so schön ausgedrückt. Sie sagt, oh mein Gott, Dreifaltiger, den ich anbete. Ich will als Ganze anwesend sein. Ganz wach im Glauben, ganz Anbetung, ganz Hingabe an dein erschaffendes Wirken. Ich muss sagen, für mich dieses ganz Hingabe an sein erschaffendes Wirken hat mich dazu gebracht zu verstehen, was Anbetung ist. Wir sind da und setzen uns dem erschaffenden Wirken Gottes aus. Wir merken nicht, was er tut. Es ist wie bei der Sonne, die uns bräunt. Aber er bewirkt etwas in tun. Er bewirkt das, was für uns gut ist. Wir können ihm eine Liste machen, was wir alles möchten. Aber wir wissen nicht, was für uns gut ist. Aber er weiß es. Und in der Anbetung ist es die Zeit, wo wir ihn machen lassen. Wo wir die Waffen strecken. Wo wir sagen, ich habe mich so bemüht, ich versuche es. Aber mach du jetzt. Du bist jetzt dran. Also, so einfach ist die Anbetung. Und am Ende vergessen wir nicht, uns zu verabschieden. Danken wir Jesus oft, vergessen, es ist halt vorbei, okay, ich gehe. Und wir sagen nicht mal auf Wiedersehen. Wir sagen nicht mal Danke. Nein, wir danken für die Zeit. Danke, Jesus, dass du Zeit für mich hattest. Danke, dass du da bist. Danke für das, was du mir gegeben hast. Lächeln wir ihm an, machen wir ein Kreuzzeichen und dann gehen wir. Und wir nehmen ihn in unserem Herzen. Und wir werden merken, wie friedlicher wir sind. Wir wissen nicht, wie es passiert ist. Unsere Probleme sind nicht gelöst draußen. Aber wir gehen anders ran, weil wir wissen, er ist bei uns. Er hat es versprochen, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Bis zum Ende der Welt. Ich möchte abschließen mit einem Satz von Mutter Teresa aus ihrem Testament. Meine Kinder, ihr müsst nicht anders sein, als ihr in Wirklichkeit seid, damit Jesus euch liebt. Glaubt einfach, dass ihr ihm kostbar seid. Legt eure Leiden zu seinen Füßen und öffnet einfach euer Herz, damit er euch so liebt, wie ihr seid. Und er wird den Rest machen. Er will euch nur sagen, dass er euch liebt. Er will euch nicht nur sagen, dass er euch liebt, sondern mehr noch, dass er sich brennend nach euch sehnt. Ihr fehlt ihm,
wenn ihr nicht euch ihm nähert, ihn dürstet nach euch. Wir werden das Glück haben jetzt, dass Jesus mitten unter uns ist. Er ist schon da im Tabernakel, aber er will, dass wir ihn anschauen. Und wisst ihr, damals im Paralimonial abends gab es dann eine Prozession in einem Park des Chaplains mit dem Allerheiligsten. Und ich dachte, das ist eine andere Hostie als bei Josef damals. Aber es ist derselbe Jesus. Es ist derselbe Jesus, der König der Könige, der Sohn Gottes, der jetzt mitten unter uns ist.